Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück im Pro Cycling Manager 2022, wo wir in unserem nächsten Etappenrennen sind. Hier diesmal mal in Frankreich und jetzt steht sozusagen die schwierigste Etappe dieses Rennens an und danach nochmal zwei Flachetappen. Also wenn wir die einigermaßen überstehen könnten, wäre das nicht schlecht. Aber wenn sie da an den zwei ersten Hügeln ein bisschen zu hohes Tempo machen, könnten wir schon da zurückfallen. Und die anderen vier, wo wir dann ja Runden fahren, die sehen so ein bisschen leichter aus. Also das könnte mein Zabel noch schaffen. Aber ich würde sagen, ne, gucken wir doch einfach rein. Ja, durch den zweiten Platz ist das Interesse wieder gestiegen. Und halt auch zu schade, dass der im Mannschaftszeitfahren schon vorne war, dann jetzt letztendlich auch die Etappe gewonnen hat. So, wie gesagt, das wird ziemlich schwierig für uns. Zweimal erste Kategorie, aber wir sehen uns gleich im Rennen. Hello and welcome. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Doch, da ist er auch schon mit seiner Ansage fertig. Und ihr werdet jetzt kaum glauben, also eben dem Ladebildschirm wurde angezeigt, dass ich der Top-Favorit bin. Aber hier, unser Manager, ne, der sieht das ganz anders. Der möchte nur, dass wir bei dieser Etappe unter die ersten 20 kommen. Kann man sehen, wie sich das unterscheidet. So, normale Wasserträger sollen die sein und die beiden sollen Sprinterzug sein. Wir haben wieder minus 1. Dann gönne ich mir den. Broscher gehört zwar eigentlich zum Sprinterzug, aber der ist am Berg und am Hügel extrem schlecht. Dann bewachst du doch mal den hier, ey. Der hat plus 2. Ja, der geht. Der ist auf jeden Fall besser wie er hier. Aber der ist auch schon gut vorne. Den lassen wir auch am besten gleich vorne. Von dem wissen wir noch nicht alles, ne? Nein. Ah ja, vom Boscher sowieso. Dann können wir loslegen. Ich hab da eben da schon drauf geklickt. Hey, wir dürfen natürlich das grüne Trikot tragen. Brauchen wir uns nicht nach vorne wuseln. Da bin ich mal gespannt. Hier, ne? Wenn da irgendwie eine Gruppe wegfährt, gelbes Trikot, ne? Muss ich auch ein bisschen Arbeit leisten, ne? Aber auf jeden Fall können wir den beobachten. Den wissen wir noch nicht ganz. Aber der hier, der war vorher im gelben Trikot. So, da greifen nochmal welche an. Und das morgt das Feld nicht. Können wir mal in die Action Cam wechseln. So, einer hier alleine. Da stört uns wieder das Auto. Oh, du Direktionsfahrzeug, mach dich weg. Wir wollen hier die Angriffe sehen. Breakaway! Der ist mittlerweile. Nee, der hängt immer noch da hinten rum. Ja, aber die mag das Feld auch nicht. Tja, mit dem Auto ist das echt scheiße. Macht keinen Spaß. Gucken wir uns das Ganze mal aus dem Hubschrauber an. Ja, vorne fahre im Moment nur ich. Die anderen dümpeln noch da hinten rum. And he sprints away in attack. There's now more than a minute between them. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ne, das sieht nicht so aus, als wenn die noch welche weglassen. Naja, trotz meiner Minusform am Berg und am Hügel habe ich was drauf gekriegt. Aber dass ich hier als Top-Favorit gewertet werde, ist schon echt krass.
Ich meine, man sieht ja hier, ich kann mir die meisten Fahrer halt auch gar nicht angucken. Ich weiß gar nicht, was sie können. Ne, wir. Weil überhaupt niemandem. Da war mal einer, aber es ist einer von mir, ne? Ja. Das war ja klar. There's a few riders jockeying for position at the front. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Aha, es sind nur zwei weg. Würde man als Dritter jeweils minus eine Sekunde bekommen und nochmal zwei Punkte. Das müssen wir im Auge behalten. Na, jetzt greift aber nochmal einer an. Noch zwei. Okay, jetzt hat sich auch alles erledigt, weil mit denen da vorne sind sie einverstanden. So, und jetzt ganz ehrlich, bleib auch mal hier, Erik, und fahr nicht da irgendwie nach ganz vorne. Wind ist auch schon wieder ganz ordentlich. So, kriege ich jetzt die hier nochmal schnell vor dem Berg nach vorne. Los, beeilt euch, der Berg kommt gleich. Der sieht gut aus. So, den haben wir schon mal geschafft. Ja, der müsste es eigentlich auch noch schaffen. Jetzt geht's nochmal bergab. Ja, fahr da lang, wo die meisten Fahrer sind. Das ist doch völliger Blödsinn, du Idiot. So, haben wir alle vorne zusammen. Ja, dann gucken wir mal, wie sich das jetzt hier mit Erik entwickelt an dem Berg. Die sind jetzt etwas über zwei Minuten weg. The gap is widening. It's now over two minutes. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Auf der Etappe kannst du natürlich als Ausreißer erstmal wunderbar geil das Bergtrikot einsacken, ne? Brauchst eigentlich nur die beiden Bergwertungen gewinnen, schon hast du das Bergtrikot für die Rundfahrt, denke ich mal. Aber auch mit meinem Bergfahrer, also am Anfang in der ersten Saison, da konnte man noch bei dem einen oder anderen Rennen, konnte man noch ausreißen. Ab der zweiten Saison unmöglich. Immer als einer der mit Top-Favoriten in die Etappenrennen eingestiegen. Und in der dritten Saison dann schon gar nicht mehr. Da hat man dann schon über 80 am Berg und da lassen die einen nicht mehr weg. Nun gut, wenn man mal sich bei irgendeiner Etappe 10, 15 Minuten minus eingefangen hat, dann mag das wieder anders aussehen, aber ich bin ja jedes Etappenrennen mit halt auf Sieg gefahren, bin ja auch selbst in den ganzen Pro-Tour-Rennen der dritten Saison immer Vierter, Fünfter, Sechster, Dritter, Erster und so geworden. Und ich weiß nicht. Einen reinen Ausreißer werde ich mir wahrscheinlich nie machen. Tja, der eine war so schlecht am Berg von den vier, dass wir den schon eingefangen haben. Das waren ja, glaube ich, sogar fünf, ne? Vielleicht bin ich deswegen auch als Favorit gewertet, weil hier in dem ganzen Feld kaum irgendwelche Berg- oder Hügelfahrer dabei sind. Ja,
Wir können wieder beobachten. Ich nehme... Ne, gelbe darf ich nicht. Wo ist denn das weiße Trikot? Da hinten kommt's, glaube ich, ne? Boah. Es war auf jeden Fall ein Däne da hinten. Und ein Däne fährt im weißen Trikot. Das ist aber nicht. Ja, wo ist denn das weiße Trikot? Der da vielleicht? Ich krieg den irgendwie nicht gegriffen. Ist auch kein Däne. Picken wir uns hier mal einen anderen. Das ist ein Kapitän. Nehmen wir uns einfach mal den hier. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Na, nach dem Berg unbedingt Wasser holen. Werden wir ja wohl noch schaffen, oder? The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Jetzt kommt das weiße Trikot. Da ist er. Na, wie sieht's denn hinten aus? Na, sieht alles noch recht entspannt aus. Keiner am Keuchen. Die fahren auch jetzt nicht gerade übelst schnell, so wie das aussieht. Gucken wir uns doch mal den Bergsprint an. Da von links kommen sie. Hören tut man sie schon. Ja, knappes Rennen zwischen den beiden da. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Boah, Zabel hat sich auch gut überstanden. Schruck, du bist dran mit Wasser holen. Ja, das wird mein Anfahrer. Noch 19 Leute abgehängt. Da an dem Berg eben gerade. So, aber da Wasser in Arbeit ist, jetzt hier bergab, wir setten erstmal ein bisschen. Bis da der erste von den vier Hügeln kommt. So, kleine Gegensteigung und wieder runter. Fällt es auf jeden Fall alles wieder zusammen. Jetzt geht es noch ein bisschen hoch und dann wieder ohne. So, den Rest des Rennens gönnen wir uns. Immer gut im Auge behalten, wie es mit Zabel ist jetzt bei den Hügeln. Weil wenn die mich hier als Favorit werten, dann hätte ich ja bestimmt eine Chance auch zu gewinnen. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ja, zu schade, dass ich bei den beiden nicht sehen kann, was sie können. Wäre natürlich toll, wenn die am Hügel schwach wären. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Nun gut, ich habe gut reden, ne? Ich bin noch auf Platz 91.
Ja, eins muss man jetzt wirklich bei dem Radsportmanager sagen, mit dieser Tagesform, das ist jetzt aber wirklich deutlich besser geregelt wie früher. Also früher konntet ihr euch, nehmen wir einfach die Tour de France, es gibt einen gewissen Anteil von Flachetappen, dann einen gewissen Anteil Hügel und Bergetappen. Es war eigentlich immer so, man hat die Form bei allen so eingestellt, dass sie genau zu dem Zeitpunkt topfit sind. Das habe ich immer gemacht. Und trotzdem, auf eigentlich allen Flachetappen hatten immer die Ebenenfahrer und die Sprinter schlechte Form. Und auf allen Bergetappen hatten alle Bergfahrer eine schlechte Form. Das war fast immer so. Und jetzt, das ist echt, also das ist ein tolles System. Mal, werdet ihr auch gesehen haben. Also, meistens hat man einigermaßen korrekte Form. Natürlich nicht immer plus 3, aber selbst 0 ist ja eigentlich ganz okay. Und man hat ganz selten Minus. Also, so wie sich das bei meinen ganzen Balken entwickelt, das müsste zu schaffen sein. Ich darf auch schon wieder jemanden. Das Gelbe halt nicht. Aber das Weiße. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. So, du gehst nochmal Wasserflaschen holen. Weil ich glaube, nach dem vorletzten Hügel wird mir das zu knapp, wenn das Tempo zu hoch ist. Tja, so schnell geht das. Schon alle versorgt. So, wenn es noch was bringen sollte, gehst du noch mal mit rein. Wir sind nämlich immer noch über 2 Minuten. Schon bei 36. Einer 17 Sekunden und einer 21. Also die müssen wir auch auf jeden Fall bekommen. There are some legs that just can't take the speed anymore. The riders are being left behind. Er sagt jetzt schon, dass welche zurückgefallen sind. Na, es zieht sich auf jeden Fall schon ein bisschen. Der Anstieg kommt gleich erst noch. Oh Gott, was war das denn? Mir gefällt meine Pose nicht. Ich bin irgendwie zu weit zurückgefallen. The pack's deficit is being cut back. Ey, da vorne sind sie schon. The riders are in a portion above 10%. Ja, wenn er in der Pusi bleiben könnte.
So, der ist denen jetzt zu langsam. Fall in the pack. Lass ich die beiden schon mal nach vorne fahren und hänge mich jetzt hinter dem einen ran. Jetzt. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. Na, da greifen noch mal welche an. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ach, hier Broscher. Zack, der muss weg. The riders are entering the last 15 kilometers of the stage. Oh, einer von mir ist gestürzt. Too much for several riders. A ball is just ganz kurz Pause. Du fährst für dich selber weiter. Das müsste eigentlich noch passen. Und weiter. Greif ja an, ja, ein bisschen schneller, aber schon wieder verpufft. Langsam weiter, damit wir Zabel nicht kaputt fahren. Der greift nochmal an. Haben wir aber auch wieder. Dann gibt man ruhig ein bisschen Gas hier. The pack is increasing the pace. It's going to be difficult to break away now. This climb features some dreadful percentages. There are just 10 kilometers left. Ah, die haben wir. Greifen die nächsten an. Und jetzt geht's bergab. Das da ist, glaube ich, dieses belgische Team. Gel noch reingeknallt. Das sieht gar nicht schlecht aus. Oh ja. Den müsste ich doch kriegen, oder? Den krieg ich nicht. Zu spät losgesprintet wieder. Ah, schon wieder selber verkackt. Victory right on the line. A real show of power. Ah, und der hier im Game ist leider noch Dritter geworden. Das heißt, er kriegt auch noch eine Zeitbonifikation. The tailenders are still coming in. Ich hätte nicht gedacht, dass der den da vorne nicht mehr kriegt. Das gibt's doch gar nicht. Schade, schade, schade. Aber ist wieder eins von diesen Rennen. Wir haben leider schon so einige in dieser Saison gehabt. Das hätte ich besser machen müssen. Dann hätte ich das gewonnen. Ich hätte hier eher in den Sprint gehen müssen. Nur das war nur 1,5 Meter nach der Ziellinie, hatte ich ihn überholt. Schade. So, und wie weit sind wir jetzt nach vorne gekommen? Wir sind immer noch nicht zu sehen. Ja, und auch zu schade, dass der noch den dritten gemacht hat, also auch noch so eine kleine Zeitbonifikation bekommen hat. Dadurch sind es immer noch 25 Sekunden. 34. Boah, ein Punkt hinter denen. Ah, schade.
Ja, aber hier, der wollte ja nur, dass wir 20. werden. Dadurch ist unsere Leistung außergewöhnlich und wir haben die nächste Stufe erreicht. Es gibt aber, glaube ich, nur einen Fähigkeitenpunkt, ne? Ja. Nächstes Mal dürfen wir uns wieder verbessern. Ja, schade, schade. So, Fähigkeiten. Ich denke mal, wir sollten jetzt so langsam mal unseren Formhöhepunkt ein bisschen länger machen. Und das machen wir auch. Ja, dann können wir gleich ins nächste rennen. Ja, schön flach. Kleiner Hügel hier am Ende. Bis gleich. Ladies and gentlemen, hello and welcome. It's going to be a monotonous day when it comes to the terrain, but at least the teams with sprinters won't be complaining. And of course, those opportunists with a bit of daring won't make their life easy. Jo, wir sollen die Etappe gewinnen. Sind auch Top-Favorit. Das übliche Sprinterzug. So, wie sind hier die Werte? Der würde mit seiner Form auf 70 kommen. Der auch. Und der ist schlecht. Ich glaube, das ist der Beste, ne? Dann gönn ich mir hier den. Du bekommst Schruck. Und dann kann's losgehen. Wusel. Oh, wir dürfen nicht mehr stellvertretendes Sprinter-Trikot tragen. Was hat Danny jetzt? Auch noch nicht komplett aufgeklärt. Gleich mal. Ey! Bleib hier, du grünes Trikot. So, noch dürfen sie munter angreifen. Jetzt nicht mehr. Ah, sie führen immer noch hinterher. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Also da vorne bei den Neuen ist schon einer, der nicht akzeptabel ist. 1,40 bis jetzt das Beste, jetzt er hier, der 22. Ja, schaut euch mal den Puls hier an. Ein paar sind schon im Roten. Porsche hat hier gleich den Hälften seines gelben Balkens verloren. The breakaway has now got over a minute on the pack. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ja, und selbst mein guter alter Erik nähert sich hier der Hälfte. Na, den einen haben wir gleich schon mal. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group.
The riders are in a portion above 10%. Naja, richtige Wand hier. Der ist völlig zusammengebrochen hier. Und sie fahren immer noch Tempo. Seht ihr hier den Puls? Irgendetwas da vorne mögen sie ganz und gar nicht. Whoa, there's an attack from inside the breakaway group. Boah, zwei von mir, die sind gleich richtig im Arsch. Der hält anscheinend aber doch ein bisschen besser mit wie er hier, ne? The gap is widening. It's now over 2 minutes. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Uiuiui, das sieht aus wie ein Vollpower-Rennen von vorne bis hinten. Der hat hier auch schon einige von seinem Team verraucht. Hier fällt gerade der nächste zurück. Und jetzt scheint auch der andere, obwohl jetzt geht er wieder in die Führung. Aber auch sofort aus dem Sattel, das heißt, er fährt voll Power. Was will der denn jetzt da, Alter? Nein! Und du auch nicht. Lass das ruhig erstmal die anderen machen. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Puncture for a rider. Mal, ich bin ganz ehrlich, also ich sehe noch nicht so die Gefahr bei denen da vorne, dass man jetzt halt schon so voll Power fahren muss. Ja, Schruck völlig im Eimer. Ja, die fahren Vollgas. Gleich noch 40 Sekunden. Und dann gibt es die nächsten Angriffe. Nicht mal Hälfte des Rennens rum. Erste Ausreißergruppe eingefangen. Some teams can't be happy with the breakaway. Ja, aber die gleich haben, vielleicht kannst du dich ja doch noch in der Gruppe halten. Jetzt haben sie aufgehört. Jetzt ist es wahrscheinlich so im Arsch, dass sie nicht mehr können. Ja, du warst das ganz hinten, ne? Ja, hol mal Flaschen. Nur 1,40. Ja, und so um die 1,40 sind da einige in der Gruppe.
ist mir eigentlich für den auch zu weit vorne. The rider has just suffered a puncture. Ey, ich darf beobachten. Zack. Ich wollte gerade sagen, gib doch endlich mal diese Flaschen ab hier. Ich muss so langsam wieder nachführen. Tja, im Sprinten sind sie beide schlecht. So, jetzt wird es mir auch langsam zu bunt. Jetzt mache ich mit Tempo. Aber eben bei diesem Höllentempo. Und dann haben sie noch nicht mal bis zum Ende durchgezogen. Führt noch ein anderer mit. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. We're halfway to the finish line. The team leaders should be coming more and more to the fore. Der Abstand wird so langsam weniger. Ich glaube, da können wir ruhig mal zappen. Na, oder eben auch nicht so richtig, ne? So richtig weniger wird er nicht. Dann gehen wir hier doch mal auf ein bisschen mehr Power. Ihr beide schon mal auf 99. Tja, ich glaube, die müssen schon 85 fahren. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. There's another rider with a puncture. The sides of the road are not a tire's best friend. So, Porsche ist auch noch voll genug. Auch mal rein in die Führung. Schrupp kann gleich nicht mehr. You've just gotta hang on. Das war's für ihn. Ja, diese 2 Minuten halten sie auch hartnäckig. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Boah, das ist echt ganz schön zäh. Tut sich nicht viel hier unten.
Oscher geht auch schon gar nicht mehr. Will mir in die Führung. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. It looks like the pack has bitten the dust collectively, but the riders would seem to be okay to carry on. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. So, der noch mal Wasser holen hier? Müsste gerade ein guter Moment gewesen sein. So, der hat's auch hinter sich, der kann nicht mehr. Na, man weiß es nicht, ob es noch nötig war, aber auf jeden Fall wäre Zabel eben gerade schon kurz vorm Ende mit dem Wasser gewesen. Schon ein bisschen langsamer gemacht. Sind wir nämlich gleich dran. Ja, Zabel schon mal hinter Kopf. There's nobody out in front, so with less than 20 kilometers to go, it's beginning to look as though it's going to end in a mass sprint. Na, was will der denn auf einmal hier zwischen? Mach dich weg. The riders are taking their foot off the accelerator. Either they're getting a bit hot or they're saving themselves for the final dash. Only 15 kilometers left. Jetzt kommt noch mal ein Hügel. Aber für Broscher war es das auch. Cube und ich, das ist es. Der Rest kann nicht mehr mithalten. Ihr spart lieber mal eure Kräfte. 10 kilometers to the finish line. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Eieiei, die machen wirklich echt Druck. It'll probably be a mass sprint. Weil ein Fahrer das durchhält. Nämlich wahrscheinlich nicht. Ich hänge mich hier den anderen ran. Wuseln. Dann sind wir hinten dran. Tja, wissen leider nicht, was er kann. Der greift doch mal an, ne? Das könnte ein gutes Hinterrad sein. Reicht die Luft? Reicht die Luft? Diesmal freue ich mich nicht. Doch jetzt ganz zum Schluss. Jawohl, wieder ein Sieg eingefahren. Sehr schön. So, euch noch auf Auto fahren. Geil.
Und der andere ist auf jeden Fall diesmal hier nicht dabei gewesen, im gelben Trikot. Also kriegt er keine Zeitbonifikation. Wir kommen also mal ein bisschen ran. The Riders have made it through sheer willpower. This stage was a real strength sapper. Ich bin mal gespannt, wie weit wir nach vorne kommen. Ja, da ist das gelbe Trikot. Da ist das grüne Trikot. Also die beiden sind auf jeden Fall vorne mit dabei. Die ist auch mal gut auf uns drauf, die Kamera. Ja, sehr nice. So, Etappe gewonnen und... Oh, wir sind mal auf der ersten Seite. 12 da und jetzt nur noch 15 Sekunden dahinter. Sehr schön. So, dann steht noch eine Etappe an. Ja, gerade mal 18 Punkte von der nächsten Stufe. Und wir sind erst in der vorübergehenden Punktwertung. Das ist natürlich auch toll. Jo, und dann haben wir hier wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und seht es beim nächsten Mal. Bis denn und tschüss.